Κύριε Σμίτη, θα μπορούσατε να μας πείτε τη γνώμη σας για την σημερινή κρίση στην Ευρώπη, ιδίως σε σχέση με την Ελλάδα. Ορισμένοι θεωρούν ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει από την Ευρωζώνη και όχι μόνο, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νοείται Ευρώπη χωρίς Ελλάδα? Ich halte das für absolut unerwünscht. Denkbar ist das. Κύριε Σμίτη, θεωρείτε ότι η Ελλάδα ήταν έτοιμη να μπει στην Ευρωζώνη? Da muss ich Ihnen bekennen, dass ich jedenfalls Griechenland nicht in die Eurozone aufgenommen hätte. Ich war damals sehr skeptisch, als Griechenland Mitglied der Europäischen Wirtschaftsunion wurde, gleichzeitig mit Spanien und mit Portugal. Ich kannte sehr gut den damaligen Ministerpräsidenten Karamanlis. Zudem hatte ich viel Vertrauen. Gleichwohl wusste ich, dass die griechischen Reeder zu Hause nicht genug Steuern zahlen. Und das schloss meines Wissens, meines damaligen Urteils wegen, aus, Griechenland in die Eurozone aufzunehmen. Ich hätte es bei der Mitgliedschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft belasten, aber Griechenland nicht in die Eurozone aufgenommen. Man konnte die Finanzkrise Griechenlands durchaus verhindern, wenn man die griechische Währung am Leben gelassen hätte. Θεωρείτε πιθανή την έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωζώνη και ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Die Folgen eines griechischen Staatsbankrotts sind schwer abzuschätzen. Eine vorübergehende Zahlungsunfähigkeit Griechenlands hat es schon mehrfach früher gegeben. Dies wäre eine Wiederholung. Wenn Griechenland immer eine eigene Währung hätte, wäre es nicht entfernt so katastrophal in der Auswirkung wie gegenwärtig, wo Griechenland seine eigene Währung aufgegeben hat. Κύριε Σμίτη, τι γνώμη έχετε για την διαγραφή του ελληνικού χρέους? Darauf will ich antworten. Ich halte es für völlig ausgeschlossen, dass Griechenland seine Schulden bezahlen kann. Und das heißt? Den Großteil der Schulden muss man streichen. Ich mache dazu eine Fußnote. Griechenland war nicht daran beteiligt, als USA, England, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland sich geeinigt haben darüber. Damals nannte man das den 2+4-Vertrag. Sie waren sich einig darüber, dass keine Reparationen gezahlt werden sollten, mit Ausnahme der Zahlung an die Sowjetunion. Griechenland war an diesem Abkommen nicht beteiligt. Und man kann durchaus die Meinung vertreten, dass Griechenland daran beteiligt hätte werden müssen. Jedenfalls sind die darauf basierten Vorstellungen des griechischen Finanzministers nicht völlig abwegig. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων και του αναγκαστικού δανείου. Ποια είναι η άποψή σας? Ich glaube nicht, dass sie juristisch und politisch abgeschlossen sind. Ποια είναι η γνώμη σας για την προσέγγιση της Ελλάδος με τη Ρωσία και την Κίνα? Was die Idee angeht, dass Griechenland sich auf Russland und auf China orientieren soll, das ist romantischer Unfug. Das kann man sich vorstellen, aber es wird nicht funktionieren. Griechenland ist kein Exporteur von Maschinen. Was die Chinesen bei uns kaufen, sind Maschinen. Οι Κινέζοι όμως τα αγόραζαν ευχαρίστως στο λιμάνι του Πειραιά. Ja, das können sie ja tun. Und dann kommen trotzdem keine Güter von Griechenland nach China. Aber sie haben dann einen Hafen in Europa. Das kann ich verstehen. Aber dieser eine Hafen hilft der griechischen Volkswirtschaft nicht sonderlich. Ich halte das für Unsinn. Aber ich schließe es nicht aus.
Θα είχατε να πείτε κάτι σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών. Τι γνώμη έχετε για την εξέλιξη αυτών των διαπραγματεύσεων? Κάτι δεν πάει καλά. Habe ich schon gesagt, ich weiß, dass Griechenland dieses Ausmaß von Schulden niemals bezahlen kann. Πιθανολογείται χρεοκοπία της Ελλάδος μέχρι το τέλος του μήνα. Es kommt sehr darauf an, ob die von Ihnen sogenannte Pleite oder der Staatsbankrott, ob das in einer organisierten, verwaltungsmäßig vorbereiteten Form vor sich geht oder ob es katastrophal vor sich geht. Das macht einen ganz großen Unterschied. Und ich würde natürlich vorziehen, es auf eine geordnete Weise zu vollziehen. Τι γνώμη έχετε για τα επωνομαζόμενα προγράμματα σωτηρίας της Ελλάδος? Es waren zu viele Rettungsprogramme. Man ist genauso weit heute, wie man vor 8 Wochen gewesen ist. Η ίδια φιλοσοφία των προγραμμάτων διάσωσης συνεχίζεται. Δεν υπάρχει καμιά εναλλακτική πρόταση, κάτι διαφορετικό ώστε να βγούμε από το αδιέξοδο? Nach meiner Überzeugung war es ein Schwerstfehler, 1991 in Maastricht Griechenland in den Euro aufzunehmen. Diesen Fehler auf geordnete Weise rückgängig zu machen, halte ich für möglich. Ich halte für ebenso möglich, dass es auf ungeordnete Weise, auf katastrophale Weise geschieht. Die Weisheit der Vereinigten Gläubiger Griechenlands ist nicht besonders groß. Θεωρήθηκε ότι με την εκλογή ενός αριστερού κόμματος στην Ελλάδα θα έρθει το τέλος. Πρώτων εκλογών υπόθηκε ότι ενδεχομένως να σημάνει αυτό την καταστροφή στην Ελλάδα. Αντί να ληφθούν κάποια σκληρά μέτρα, ο ίδιος υπήρξατε μάλιστα και σοσιαλδημοκράτης, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό? Mir ist zu viel politische Erwägung in Ihren Fragen. Es steckt auch viel zu viel politisches Kalkül in Ihren Fragen drin. Ich bin mal Finanzminister gewesen. Und ich weiß, dass man mit Zahlen keine Ideologie finanzieren kann. Und dass man mit Ideologie keine Zahlen manipulieren kann. Ich bin der Meinung, dass Griechenland die Schulden offiziell gestrichen kriegen muss. Πώς θα κρίνατε τη συζήτηση που γίνεται στη Γερμανία για το θέμα της Ελλάδος? Υπάρχει μια πολεμική αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Ja, die gibt es schon seit vielen Wochen und Monaten. Ja. Ich halte diese Debatte für ziemlich sinnlos. Aber ich stelle fest, sie ist nicht auf Deutschland beschränkt. Ja. Das ist ein Irrtum zu glauben, dass es nur die Deutschen sind, die nicht sein wollen. Ich will an einem anderen Punkt anknüpfen und will sagen, nach meiner Überzeugung brauchen wir ein europäisches Investitionsprogramm zugunsten von Griechenland, das nicht nur von Deutschen, aber auch von Deutschen finanziert werden muss und gleichzeitig damit eine Übereinkunft über die Streichung eines Großteils der aufgelaufenen Schulden Griechenlands. Δεδομένης της κρίσης στην Ελλάδα, πώς βλέπετε το μέλλον της Ευρώπης, κύριε Σμιτ? Nicht mehr ganz so positiv wie noch vor 6 Monaten. Aber immer noch positiv. Ich bin immer noch der Meinung, wie Sie heute vor 30, 40 Jahren gewesen sind. Ja. Ich bin immer noch ein Europäer. Αυτή η Ευρώπη κλονίζεται σήμερα. Αν οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο θέμα της Ελλάδος... Es ist nicht nur, dass die Europäische Union im Falle Griechenland unzuverlässig reagiert. Das gilt auch für das Verhältnis zu Russland und zum Ukraine-Konflikt. Das gilt auch für das Verhältnis zu ISIS in Griechenland, in Irak und in Syrien.
Es gilt für viele Dinge gleichzeitig. Aus griechischer Sicht steht das griechische Problem als singulares Problem. Es ist aber nicht richtig. Es gibt viele Probleme, die im Augenblick die Europäer bedrängen und für die im Augenblick Lösungen nicht angeboten werden. Θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους Έλληνες. Ποια λάθη νομίζετε ότι έχουν κάνει? Eine Regierung macht vieles falsch und die macht anderes richtig. Ich habe großes Vertrauen gehabt, ich wiederhole mich, zu Herrn Karamanlis. Das ist heute mehr als 40 Jahre her. Es war ein konservativer, aber ein zuverlässiger Mensch. Und zuverlässige Menschen sind wichtiger als Leute, die große Reden halten. Κύριε Σμιτ, η Ελλάδα υποτίθεται πως έχει λάβει βοήθεια ύψους δισεκατομμυρίων. Εν τούτης η χώρα φτωχαίνει. Πού το αποδίδεται? Das Volk leidet, ich sehe das durchaus. Es liegt daran, dass die griechischen Räder zum Beispiel nie wirklich Steuern gezahlt haben. Ναι, αλλά τώρα η Ελλάδα παίρνει χρήματα. Sie haben nicht widersprochen. Es war Tradition, dass Reederei umsonst und ohne Steuern funktioniert. Und Onassis hat nie in Athen Steuern abgeliefert. Es ist ein Irrtum von Keynesianern, das Geld alleine glücklich macht. Vieles von diesem Geld ist in Wirklichkeit nur in den Büchern und nicht zum Anfassen. Καθαρά λογιστικά εννοείται προφανώς. Λέγεται από Γερμανούς πολιτικούς ότι ο Γερμανός φορολογούμενος ματώνει. Das ist Quatsch. Das ist Unsinn. Deutsche Volk hat nicht geblutet. Θα ήθελα να μου πείτε προς τα πού βαδίζει σήμερα η Ευρώπη, κύριε Σμιτ. Ist schwer zu erkennen. Wir haben es schon mal besser erlebt. Wir werden es auch in Zukunft irgendwann wieder besser erleben. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass sehr viele Flüchtlinge aus Afrika und aus dem Mittleren Osten mit kleinen Schiffen nach Griechenland gehen und nach Italien gehen. Das wird im Laufe der nächsten Monate und Quartale ein gewaltiges Problem werden. Dafür gibt es auch keine Lösung zurzeit. Europa ist im Augenblick nicht besonders entschlusskräftig.